Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident Pütz, liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder, liebe Majestäten, die Weinmajestäten sind schon weg, sie haben das Bild hier abgerundet, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Festgäste, eben am Tisch hat man mir gesagt, in diesem Jahr habe ich meine wichtigste Aufgabe als Schirmherr schon erfüllt. Es hat nämlich nicht geregnet, man brauchte keinen Regenschirm. Ich hoffe, das ist auch ein gutes Zeichen, nicht nur über das Fest heute, sondern auch über die Schützengesellschaft hier in Zell für die kommende Zeit. A, dass hier die Sonne immer scheint, aber ich denke, es ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, für die 100 Jahre, dass sie nach 100 Jahren auch am heutigen Tag die Sonne verdient hat. Denn eines, und das möchte ich schon zu Beginn sagen, bevor ich jetzt zu meinen Glückwünschen komme, ein großes Kompliment an den Umzug. Das war, glaube ich, eine runde Sache, Herr Küppers, die Sie organisiert haben. Und es ist gut, dass Sie ihm das Versprechen gegeben haben, nach den beiden Jubiläen noch das dritte zu organisieren und auszurichten. Es hat mir als Schirmherr, und ich habe das auch von den Ehrengästen, und ich kann das so wiedergeben, auch das Gespür gehabt, auch das Echo, das war ein toller Umzug. Und dafür schon mal ein herzlichen Dank, ein großes Kompliment. Und wer einen solchen Umzug machen kann, ich glaube, das ist auch ein funktionierender Verein. Denn das zu organisieren, auch, ich sage mal, so eine Disziplin in einen Umzug zu bringen, denn das ist auch etwas von einer Außendarstellung, das ist schon eine große Leistung und ich möchte dafür auch mich herzlich bedanken und auch gratulieren. Aber natürlich obliegt es mir auch als Landrat für die Menschen hier im Landkreis, für die Bürgerinnen und Bürger, Ihnen zu diesem Geburtstag, zu diesem Jubiläum zu gratulieren, Ihnen die Wünsche, die Anerkennung für diese 100 Jahre zu überbringen, aber auch die Wünsche für die Zukunft, für eine erfolgreiche Zeit, für den Zuspruch, den Sie auch eben, Herr Pütz, in Ihrer Begrüßung, in Ihrer Ansprache ja, ein bisschen eingefordert haben, auch von den Menschen. Ich glaube, das müssen wir in der heutigen Zeit in allen Vereinen tun. Wir müssen werben, wir kämpfen auch wie in der Gesellschaft um Nachwuchs, um Kinder, um Jugendliche. Und ich glaube, wir müssen auch begeistern für einen Schützensport, der vielleicht nicht immer so im Fokus steht. Ich denke, wenn, ich weiß nicht, also die Schützen bei den Olympischen Spielen stehen zwar noch nicht, Herr Vizepräsident, auf der Abschlussliste gegenüber den Ringern, aber ich denke, Fußball sieht doch mehr. Und gestern Abend haben wir es mal wieder erlebt, wahrscheinlich wie die Straßen gefegt waren von Fußball. Deshalb muss man natürlich auch für diesen Sport werben. Und ich glaube, man kann auch dafür werben, denn es ist ein schöner Sport. Es ist ein Sport, der auch für den Erfolg ist, der auch an den Menschen hohe Verantwortung, eine große Herausforderung darstellt. Ja, und ich glaube auch, und das sieht man ja hier in diesem Saal, der auch Gemeinschaft pflegt, der eine Tradition hat, 100 Jahre und viele Schützengesellschaften sind viel älter, sind schon viel früher gegründet, sie sind oftmals 150 Jahre und noch älter und deshalb glaube ich auch dafür zu begeistern. Ja, was ist an einem solchen Tag vielleicht noch wichtig zu sagen? Ich denke, das ist auch eine Anerkennung für das, was Sie für das Vereinsleben generell, fürs Ehrenamt zeigen, das auch, was sie in eine Dorfgemeinschaft hineinbringen. Und die Vielfalt, dazu gehört auch sicherlich die Schützen. Ja, das Grün der Schützen, das ist eine schöne Farbe, außer politisch sage ich jetzt das. Das darf ich von meiner Farbe her sagen. Ja, aber ich denke, dieses Grün, es belebt das Dorf, die Gemeinschaft, es zeigt alle auch auf die Farbe hin, für die die Schützen stehen. Und ich denke, das darf ich auch hier sagen, hier für Zell. Es ist eine Bereicherung für Zell und es gab ja auch mal schwierige Jahre. Ich glaube, Zell darf froh und glücklich sein, dass sich die Schützen wiedergefunden haben
Und am Donnerstag hat der Kreis, oder in Vertretung des Kreisvorsitzenden, der Ehrenvorsitzende Herr Scheer, gesagt, an einem anderen 100-jährigen Jubiläum, das Tolle ist, dass der Schützenverein, die Schützengesellschaft wieder so ist, wie sie mal früher war, auch von der Mitgliederzahl. Und das in dieser kurzen Zeit zu schaffen, Herr Pütz, ich glaube, das ist ein großes Kompliment an Sie. Dafür Ihnen auch große Anerkennung. Ja, für die Zukunft wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Man hat mir aufgeschrieben in meiner Rede, treff sicher auch im nächsten Jahrhundert. Ich hoffe, dass Sie immer ins Schwarze treffen, dass Sie viel Freude dafür finden. Und aus der Chronik habe ich nur eine Sache gefunden, ich wollte sie hier wiedergeben. Das stand in der Zeller Zeitung, gab es die mal vor 100 Jahren, da gab es ein Mahnwort zum Preisschießen. Du sollst nicht mucken, du sollst nicht zucken, musst immer durch die Kimme gucken. Ja, das soll immer so sein. Herzlichen Glückwunsch, ein schönes Fest, eine gute Zeit, ja, und den Schützen, ja, immer ins Schwarze. Dankeschön. Und eine kleine Aufmerksamkeit habe ich hier im Scheck, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Dankeschön. So, ich darf unserem Landrat und Chairman recht herzlich danken für seine Ansprache.